Körb, ich wäre schon längst bei dir, wenn mich diese fucking Bullen von hinten nicht die ganze Zeit wegrammen würden. Fuck the police. Ja, das tue ich auch gleich. Alter! Get out the fucking way. Okay, ich habe den Fahrer Mann, der komplett geklaut, aber ich glaube, ich bin gleich tot wegen den Kopf. Ich verliere die Cops einfach nicht. Eze, halt mir mal die Cops vom Leib. Scheiße, fuck. Scheiße, ich bin runtergefallen. Boah, ich muss die jetzt abknallen, sorry. Ja, kümmere dich um die Cops. Dann kann ich abhauen. Genau. Ich hoffe, ey, das sind so viele, ne? Egal. Alter! Steig doch in mein Pickup und fahr die zum Haufen. Ey, diese Pissköppe, die sind auch hier im Wasser gewesen. Oh Gott, ihr scheint euer Spaß zu haben, Jungs. Ja. Du bist doch ne Essel. Ey, ich habe meine Mission gleich wo fertig. Wo bitte haben die mich eben gesehen? Du hast doch gesehen, wo ich abgebogen bin. Wo haben die mich eben gesehen? Boah, ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube. Ich weiß aber, dass es Babsäcke sind. Ja, das hätte ich dir jetzt auch sagen können. So, fahren wir querfeld ein, runter nach Vespucci Beach wieder. Seid ihr jetzt gut fertig oder? Muss ich die jetzt beenden oder? Nee, nicht beenden. Wir sind noch nicht fertig. Ich muss heil mit dem Wagen noch bis Simi. Ach so, du kannst noch spielen. Ah, okay. Das ist gut. Ich muss noch bis zu Simeon kommen. Aber ich muss erst die Cops loswerden. Ich habe meine Mission fertig. Echt? Du hast die Kokett abgeliefert? Es geht um ein ganz anderes Auto hier bei Dings. Aber ich bin jetzt auch gleich. Labert sie mich und mich voll. Ich bin auch gleich fertig. Ich muss ungefähr noch 2,5 Kilometer fahren. Wo der Wagen schon bös ramponiert ist, ey. Wenn du dir die Aufnahme dann auf YouTube ansiehst, ey, ich hab den mit dem Pickup. Ich hab den mit dem Pickup fast zusammengewälzt, ey. Das war so übel. Lol. Achso, stoppt man auch eine Verfolgungsjagd. Ja, so kann's gehen. Was mich jetzt nur ankotzt ist, ich fahre ans unterste Ende von Los Santos, ja? Und mein eigener Wagen, den ich ja versichert habe, der steht jetzt irgendwo oben in Blaine County rum. Oder auf der, beziehungsweise am oberen Ende vom Sonora Freeway. Also kurz vor Blaine County. Hoffe. Ist Eze gerade geliefert oder? Hä? Eze? Weil ich hab. Ah ja, doch, der war AFK. Ja? Eze, warst du AFK? Ja, ich hab nur was zu essen geholt. Ja! Na, ich vertraue dir jetzt mal, ne? Er hat sich einen gerubbelt. Ja, das müsstest du ja eigentlich. Das anschließend. Bist du aus der Mission rausgegangen, oder was? Nee. Okay, dann siehst du ja in der Viewercam, dass ich fast da bin. Ja. Alter, aber jetzt muss es natürlich hier so einen Platzregen runter machen, ey. Das ist ja schlimm. Hier ist voll Aquaplaning, ich kann den Wagen gar nicht stillhalten. Und ich hab mal wieder den allseits beliebten Ja, aber hier, Eze, du kannst Sean Riddick von mir ausrichten, der darf der Crew joinen und auch mal gerne mitzocken, wenn er online ist. Kannst du dir ausrichten, wir nehmen in der Regel an Wochenenden auf. Ja, der hat eigentlich durchgehend Zeit meistens. Achso. Ich dachte, das sagt man sonst nur über uns Studenten. Thank you, my boy. Thank you. Ist das schlimm, wenn ich schon wieder irgendwelche Leute zusammentrete? Nee. So, wir haben immer gebraucht bis zur Antwort. Hast du meine schicke Frisur gesehen, die unter dem Bandana herausschaut, Eze? Nee, konnte ich bisher noch nicht betrachten. Lohnt es sich denn, die anzugucken? Die ist ja auch nur wieder trollartig. So wie der Rest von Ich bin wieder in einer Session gelandet, wo ich kein Schwein kenne. So wie der Rest von meinem Charakter. Ja, vielleicht kommen wir jetzt zu dir in die Session rein. Oh, mein Mechaniker hat mir das Fahrzeug gebracht. Modus. Finde ich ja mal interessant. Also dein Fahrzeug kriegst du vielleicht noch, auch gleich gebracht. Mal gucken, ob wir jetzt einen anderen Job haben. Wenn wir jetzt nochmal eine Mission haben mit ein und zwei, dann spiel ich mal eine Mission mit Sascha. Dann kannst du wieder Leute zusammenkloppen. So wie am Anfang. Auch ja. als Sascha zu mir in die Sitzung konnte. Wo ich nicht mehr fahren habe die ganze Zeit. Steig ein und ich fahr vorwärtsgang drüber, rückwärtsgang drüber. Ich hätte dich so verprügeln können. Ja, da gab es schon einen schönen Teaser, ne? Ja.
Ich lade vielleicht nochmal irgendwann einen hoch, so oder so. So, also ein richtigen Trailer. Der ist ja noch ein halber Monat Zeit, ne, bis es losgeht. Ja, ich weiß, vielleicht lade ich nochmal so einen Trailer hoch in der letzten Woche, bevor es los hochgeht, mit 2, 3 Clips. Ja, sowas in der Art hatte ich auch vor. So einen, wo du wieder so übelst am Lachen bist. Los rum. Also ich habe jetzt nur eine Einladung von Lamar und da soll ich gegen Ballas kämpfen. Okay. Ah ja. Ist hoffentlich keine Einzelmission. Ne, eine und ein bis zwei. Aha, wir sind aber beim Evo Sascha wieder in der Sitzung gelandet. Ja, ich sehe es gerade. Ah, ihr Babsäcke. So, Eze, wo bist du? Ah, hier. Du bist das. Hier, guck dir meine Frisur von hinten an. Warte. Also, sowas von hinten die möchte ich ihn nicht sehen. Bitte? Alter. Ja, das sind so Raster. Hast du in Jamaika einen Urlaub gemacht? Ja, das sind Rasterzöpfe, aber diesen Rotblond. Ich glaube, Little Jacob, der würde sich gut mit ihm verstehen. Ja. Oh ja. Okay, Sascha, machen wir eine Mission gegen die Ballas. Ist nur für 2 Leute und dann hoffentlich kriege ich einen Job, wo wir wieder zu dritt oder so spielen können. Sascha? Ja, Alter, dieser Platz. Du musst mir ja nur sagen, ob du mitmachst, weil dann muss ich nur annehmen. Jo, klar. Ah, bei mir hat der Mechaniker auch in die Nähe geliefert, okay. Dann nehme ich mal die Mission an. Und Eze, du darfst mal ein bisschen rumtrollen, oder? Weißt du, Eze, du kannst ja deine Stufe aufsteigern, indem du ein paar Läden überfällst. Und dann von kommst macht, raus. Was für eine Mission macht ihr jetzt nochmal? Wir machen eine, die heißt Park Ballas gegen die Wand. Na dann, viel Spaß. Oh, ich erinnere mich dunkel an die Mission. Da muss man sich sehr viel mit Kugeln eindecken. Ich glaube, das muss man bei jeder irgendwie, ne? Ne, bei der extrem. Oh, wieso fährt er mich denn jetzt verkaufen? Ja, ich hab's dir gesehen, ey. Das sah ja mal lol aus. Du kommst jetzt erstmal raus, mein Freund. So, ich hab dir eine Einladung geschickt, Sascha. Guck mal in dein Handy. Miau, Ballas klatschen. Die Grove Street Jungs wären stolz auf uns. Ja. Grove Street for life! Homies. Der coolste von der Bande war sowieso Big Smoke. Regen. Schade, dass er die Seiten gewechselt ist, ey. Ey, Big Smoke ist so genial. Ja. What the fuck? Anruf von Simi? Geilste ist die Mission mit der Verfolgungsjagd, die so ein bisschen an Terminator 2 angelehnt war. Oh, die war so episch. So, paar Ballas gegen die Wand. Nehmen wir deinen Wagen oder meinen Wagen? Meiner steht hier. Guck dir das mal an. Das ist doch Saints Row Leader. Yo. Meiner ist schöner. Ah, dann nimmt jeder seinen und dann fahren wir die Ballas an die Wand. Genau. Cheater an die Wand. Bring den Schäfte zurück. Alter, fährst du mal hier? Oh, dieser scheiß Regen, aber mit einem Pickup ist es zum Glück nicht ganz so schlimm, bei Regen zu fahren. Naja, dann komm ich mal neue Klamotten. Meiner ist wenigstens zweifarbig. Also ich meine jetzt mein Pickup, ne? Ja, wollte ich bei mir auch noch machen, aber die Farbkonstellation, die ich noch haben wollte, die kriege ich erst auf einer höheren Stufe. So. Ja, so. Was auch cool wäre, wenn du hier mit der Hydraulik so rumspielen könntest, dass dein Wagen so wippt. Ja, wie in San Andreas, ey. Ja. Da habe ich mir nur solche Karren gemacht. Das ist so episch, ey. Aber natürlich, wer musste mal wieder übertreiben? Die Saints. Ups, ich glaube, jetzt kommt ein Zug. Die übertreiben anscheinend immer. Ich frag mich, was passiert. Ich muss ihn eigentlich jetzt auf die Schienen schieben. Alter! Aber guck mal, wie schlecht der Zug ist. Mein Wagen ist doch ganz geblieben. Ihr wurdet von einem Zug überfahren? Ja. Aber ihr seid schwarz gefahren. Oh, mein der war so schlecht, weil mein Charakter ein Schwarzer ist. Guck mal, ich hab nur eine kleine Kratzer am Wagen und das eine Hinterlicht ist kaputt gegangen. Ein Rücklicht. Ansonsten. Realismus pur. Ein kleines Motorrad kann ein Quadbike umklatschen. Achtung, hier geht's schon los. Siehst du den einen Baller da an der Wand stehen? Ich verwende meinen Wagen. Was machst du denn? Ich dachte, wir... Du bist doch ein Esel, ey. Ich wollte eigentlich erstmal meinen Wagen nehmen, um den als Schutzwand aufzubauen. Okay, dann lenkst du die ab, dann fahre ich den Wagen von denen zurück. Wir sollen nämlich einen Wagen von denen klauen. Okay. Als ob ich dich nicht dahinter gesehen habe, du scheiß Baller. Komm her. Alter. Voller Babsack, Alter. Aber wenn das Auto-Aim mal wieder nicht funktioniert. Alter, ich dachte schon. Gut, dann
Willst du mit einsteigen oder willst du dich um die hier ein bisschen kümmern? Entscheide dich. Ja, ich bin gleich tot. Dann komm her. Okay, Hälfte habe ich noch. Scheiße! So. Ah, was? Der steht nochmal auf? Ja, schieß nieder. Hab ihn mit Blei vollgepumpt. Jetzt komm! Scheiße, der nächste Ballerwagen kommt schon wieder. Schieß! Hast du keine Mikro-MP? Nee. Er ist wie so ein Gangster hier, so nur die Knarre. Terzidisch. Blöder. Oh, oh Mann. Bist du noch da? Ich bin gerade im Kleidungsgeschäft. Ich hab jetzt dieses seltsame Lied von DJ Tomek im Kopf. Okay. Das würde doch mal voll. Also, ich sag mal, auch wenn ich das Lied gar nicht mag und mit Rap grundsätzlich meine Probleme habe, aber ich meine, Gangsterwilde würde jetzt gerade passen. Wenn wir hier rumtrollen. Ach so. Aber ja. Die Mission, ey, guck mal, die ist ja gleich abgeschlossen. Langweilig! Ja, die war echt langweilig. Ja, gut, die Ballers, die haben ja auch No Chance in Hell gegen uns. Ja. Darf ich einen Passanten erschießen? Mach ruhig. Yes, yes, yes. Ich würde gerne Simeon erschießen. Der hat mich angeguckt. Du dreckiger Sau, ich mach dich kaputt. Warum guckst du mich so schief von der Seite an? Du bist ein Babsack. Ja, du bist doch ein Babsack, ey. Fickt euch, ich hab einen Sitzen. Ja, das wissen wir. Und ich bin Rang 9. Ich auch. I like that! Yo! Alter, mein Charakter, ey, sieht so schlimm aus, gibt's ja gar nicht. So, gehen wir frei im Modus und dann schauen wir mal, dass wir eine Mission kriegen, die wir wieder zu dritt spielen können, mit Eze Schneeze. Jo, mit dem komischen... Eigentlich müssten wir jetzt erstmal was Fettes klauen und einen fetten Wagen klauen und den so von Eingang stellen, dass er nicht rauskommt. Ich komm überall raus, glaub mir. Das wird sowieso nochmal ein richtiges Rumgedörpe, weil auf Level 15 schalten wir Granaten frei. Oh, da freue ich mich jetzt schon. Ab wann können wir nochmal zu Trevor eigentlich? 10? Nein, 17 oder so. 16, 17. Also bei mir war es halt auch so, kurz bevor ich eigentlich aufgehört habe, so aktiv online zu spielen und wir das Let's Play starteten, da kam der erst. Aber ab Level 10, glaube ich, kannst du mit Lester Kontakt aufnehmen und auf andere auch ein Kopfgeld aussetzen. Alter, dann soll mich nochmal einer trollen. Du kannst aber dann nur Kopfgeld auf Leute aussetzen, die auch schon Zugang zu Lester haben. Eze? Bitte? Du musst mal Sitzung wechseln und zu uns kommen. Okay. Ah, ich gehe jetzt erstmal zu Ammunition und guck mal, was ich da so kaufen kann, alles Feines. Ich glaube, ich hole mir auch meine Mikro-MP. Erstmal steige ich in meinen rot-schwarzen Pickup ein. Ich nehme einen Saints. Neue Waffen, Gefechtspistole. Oh, Mikro-MP, Schalldämpfer. Beinahe hättest du mich überfahren, ey. Ich bin ja extra nochmal angehalten. Ja, ich hab's gesehen. So, gucken wir erstmal. Oh, neue Fahrzeugteile haben wir auch freigeschaltet. Mikro-MP, Schalldämpfer habe ich jetzt auch gekriegt. So, leichteste Panzerung erstmal wieder kaufen. Oh, das sieht so scheiße aus, wenn die anhaben. Das Blöde ist, dass sie das immer über die Klamotten anziehen, ey. Warum habe ich die Panzerfaust noch nicht? Warum bin ich noch nicht Rang 100? Oder 120 wäre ich jetzt gerne mit der Minigun, Alter. Gefechtspistole haben wir jetzt. Was haben wir noch Feines? Schlagstock und Messer können wir nehmen. Aha, da haben wir die Mikro-MP. Und da ist die Shotgun. Aber viel können wir noch nicht machen mit den Waffen. Ah, größeres Magazin, taktisches Licht, Zielfernrohr. Ja, die pumpe ich nämlich gerade richtig auf. Ja. Hier, da fällt mir noch was ein, was wir machen können. Warte mal. Ich gehe mal hier hinter, ich schicke euch beiden jetzt gleich eine Einladung. Machen wir mal eine Aktivität, habe ich auch mal Lust zu. Machen wir mal einen Schießstand geht auch nur zu zweit. Komm, Sascha, machen wir mal Schießstand. Na gut, aber nur weil,
Moment, da hat doch gerade was gebimmelt. Mann, Gerald, du gehst mir auf den Sack, du Drogensüchtiger, ey. Alter, ich hab doch gar keinen eingeladen, wieso tritt deiner bei? Ja, Aktivität verlassen. Nee, dann machen wir das nicht, wenn da nur random Spieler joinen können. Okay. Das ist ja blöd. Hier drüben kann man auch Kleidungsstücke erwerben, ne? Ja, nur diese Jagd-Dinger. Nee. In Online kannst du das wie ein komplettes Kleidungsgeschäft nutzen. Boah, ich hol mir jetzt eine Cola. Ich hab mein Decktop angezogen. Kirp, wie kann ich die kugelsichere Weste ausschalten, dass man die nicht sieht? Select gedrückt halten. Dann auf Inventar gehen. Und dann müsste es da irgendwo stehen. Okay. Ah, I see. Oh, gut. Ach, die kann man ausschalten? Ich hab auch gerade herausgefunden. Also nur als Inventar ablegen, aber die ist dann trotzdem noch aktiv, wie du an deinem Balken siehst. Nur, dass du die Klamotte nicht dauernd über den anderen trägst dann. Ja, ich hab's gefunden. Boah, Alter, dein Outfit. So unseriös, Kirk. Ach, Simon ja, hat jetzt auch noch eine 1-2 Spielermission. Das gibt's doch nicht. Ich will mal eine haben mit mehr Leuten. Ich hab eine Idee, was ich jetzt erstmal mache. Das wollte ich eigentlich nicht, aber auch egal. Wieso kann ich mein Waffenrad nicht mehr auf? Ach so, ich bin wieder im Passivmodus. Nee, komm, ich gehe aus dem Passivmodus raus. Ich will jetzt wieder Spaß haben. Ich will diesen Laden da überfallen. Ammunition überfallen, Alter, wenn du da drin eine Knarre ziehst und auf den zielst, du der schießt zurück. Ich weiß. Und, ja. Ich hab überlegt mit dem Headshot. Was? Oh, nein! Der hat so noch gelebt, der Babsack. Ich hab gedacht, ich hätte abgeknallt. Was starten wir denn nun, ihr Fleischschnacken? Habt ihr einen Job, der mehr als 2 Spieler hat? Ich hab von Gerald was. Einmal Einladung zu Death Metal. Ich komm mal zu euch. Genau, ich mach das hier, Einladung Death Metal. Wie viele Spieler? 1-4 Spieler. Oh, Death Metal, da ist Simon in der Nähe wahrscheinlich dann. Ja, oder ich, ne? Ich bin ja auch. Mach das jetzt und lad euch ein. Ich bin auch ein Death Metal Fan. Ja, mach mal. Spirit Crusher! Ihr wisst, wie ihr Pest trollen könnt, wenn der mal mitmacht, müsst ihr den begrüßen mit Hallo Cannonwolf. Alter, der regt sich ja so auf über. So. Ist das so? Ja. Sascha, hast du schon Einladungen rausgeschickt? Moment. Kann ich das irgendwie. Muss ich jetzt meine Crewmitglieder oder kann ich euch. Geh auf Freunde, meine Freundesliste und dann. Freunde, die GTA 5. Nein, dann lädst du alle aus deinem Freundesliste. Ja, da seid ihr zwei die einzigen. Ach so. Ouch. Ey, guck mal, Itzert läuft jetzt auch so scheiße rum wie ich. Was schießt du sonst? Ihr seid immer scheiße. Alter. Ich bin Seehund. Jetzt mal die Einladung in die Absäcke. Ich hab die Einladung angenommen, aber es dauert einen Moment, bis ich. Er hat wie ein Seehund gerade gelacht, das ist nicht normal. Gut. Boah, wenn der Simon dabei ist, ich trete ihm die Klöten kaputt. Dafür ist nicht mehr. Da musst du ihn fragen, wann kommt Brink. Genau. Alter. Jetzt starte. Chill doch mal, meine armen Ohren, ey. Das ist mal die Mission. Deine armen Hirnzellen. Oh Mann, ey. Sascha, wenn du gleich ein Eze siehst, dann kriegst du die Motten, ey. Oh, scheiße. Das ist so die Stelle, wo ich so überlege, ob ich ihn von seinen Qualen erlösen soll. Wieso hast du jetzt keine leichte Panzerung mehr an, Eze? Begib dich zu Rogers Schrottplatz. Okay, dann fahr ich mal los. Halt! Okay, komm, Eze, wir nehmen mal ein Pickup. Jojo. Läuft. Läuft. Normal. Mhm. So, was? Oh Gott, ich brauche eine Flasche Met. Was können wir denn hier mal hören? Wie der Spanische sind.
Jetzt und schön Honigmet. Odin, geiler Warships. Oh, Mann, ey, Sascha denkt sich auch nur. What the fuck, man? Oh, ach du Scheiße! Ja. Stiehl das Koks. Da geht's aber ab, ey. Alter! Ey, aber ist mal nett ohne uns. Die ziehen mir da die Eier lang da drauf. Ich wette, die eine ist da auch, ne? Das GTA 4 da. Au! Oh, shit. Ach, die Mission kenn ich. Die ist chillig. Alter! Ey, da ist eine ganze Horde, ey. Komm, wir nehmen mein Pickup als Deckung. Ja, gute Idee. Ich pack nämlich meistens bei so Schießmissionen meinen Wagen so, dass ich den als Deckung nehmen kann. Der Pistol. Haha. Was? Ich baller jetzt ein Auto von denen kaputt, bis es explodiert. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich auch eigentlich sehr effektiv. Hola, Pondejo! Mhm, ist klar. Okay. Alter, wieso steht denn Panzer? ETF? Pendejo heißt, soweit ich weiß, was irgendein Schimpfwort. Ich weiß nur nicht mehr, was es heißt, aber ich find's lustig. Ein Vollidiot oder sowas. Achso, der ist von denen! Scheiße, ich hab gedacht, das war Sascha! Ja, der Anzugträger hier, ne? Ja, der sah dir voll ähnlich. Ich glaube, wir haben jetzt gut aufgeräumt. Das Koks wurde fallen gelassen. Das Koks wurde von Hitze Schneeze eingesammelt. Hilft das Koks, in Geralds Apartment abzuliefern? Kann ich den Panzer nehmen? Auch schade. Ich würde sagen, wir könnten jetzt mal meinen Pickup nehmen, weil deiner, der hat so ein bisschen gelitten. Ja, die haben meine Reifen geplättet. Hey, wieso steigt der hinten ein? Was ist das denn? Okay, Gannon Kirby mag's hinten. Mhm. Oh, 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 oh. Immer doch. Oh, oh, Alter! Ich hab gar nicht gesehen, dass da was hinter mir steht! Wie fährst du denn Auto, so, ey? Fährt der gerade so komisch zurück? Also, oh, ich stehe ja auf Auto! Kram. Ey, der fährt alles weg. Oh, in Haufen hier. Das gibt's ja nicht. Eigentlich müsste ich jetzt so fahren, dass euch schlecht wird und ihr kotzen müsst. Da gab's doch. Ganz ehrlich, das tue ich, wenn du fährst. Da gab's immer doch ein random Ereignis, wo man als Trevor einen mitnehmen sollte, der war stürzbesoffen. Ja, ja, ja. Der hat doch dann auch gekotzt. Ich hab den rausgelassen währenddessen. Echt? Ich bin da ab angehalten, er ist rausgegangen, hat sich übergeben. Das so, ich ja, bin dabei Dankeschön weitergefahren und er hat dann zur Seite rausgekotzt und alle Autos hinter uns getroffen. Ah, ja. Also, habt ihr auch schon mal einen zum Altruistenkult gebracht? Zu den Zeugen Jehovas oder was? Ja. Oh Gott. Ja, kann gut sein. Irgendwas war da.